Hallo, liebe Freunde von Avia TV. Die Verschanzentournee ist Geschichte. Und welche Geschichten hat diese Tournee wieder geschrieben? Ein alles überragender Kamil Stoch, alle vier Springen gewonnen, von Oberstdorf bis Bischofshofen. Als zweiter Mensch ist ihm das Kunststück erst gelungen. Nach Sven Hannawald im Jahr 2002 hat er es also vollbracht. Aber es gab eben auch Schatten oder negative Seiten. Und da fällt mir ganz spontan, so wie euch sicherlich auch, Richard Freitag an. Der Sturz in Innsbruck, eine Verkettung von unglücklichen Umständen, könnte man sagen. Am Ende war es eben das Aus für Richard Freitag bei dieser Vierschanzentournee. Die gute Nachricht ist, wie wir mittlerweile wissen, es sieht sehr, sehr gut aus, dass er bei der Skiflug-WM wieder an den Start gehen kann. Wird wahrscheinlich am Ende der Woche oder Anfang nächster Woche sogar die ersten Sprünge wieder in Oberstdorf absolvieren. Aber so ist es nun mal im Leben. Der eine steht ganz oben und der andere muss jetzt abwarten, bis er wieder zurückkehren kann und hoffentlich genauso gut springt wie vor dem Sturz. Aber aus deutscher Sicht, Andreas Wellinger ist ja, man könnte sagen, für ihn eingesprungen. Natürlich nicht, er ist ja immer gesprungen und hat einen hervorragenden zweiten Platz belegt in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Zweimal auf dem Podest gestanden, dann einmal in Innsbruck und Bischofshofen. Wie überhaupt das gesamte deutsche Team mit sehr, sehr guten Platzierungen, auch in der Gesamtwertung. Also da sieht es richtig gut aus. Aber ich habe auch noch mal nachgelesen bei uns. Also ihr habt ja fleißig kommentiert bei uns. War es nun eine Stallregie? War es keine? Gibt es sowas beim Skispringen oder nicht in Bischofshofen? David Kubacki vom Trainer entschieden, von Stefan Horngacher eine Stufe tiefer zu starten. Das ging schief, aber ich habe noch mal mit dem Stefan Horngacher gesprochen. Und er sagt, er wollte es eben ausprobieren, er wollte die Punkte mitnehmen, denn David Kubacki hatte noch die Chance, in der Tournee-Gesamtwertung auf Platz 3 zu kommen. Und das war das Ziel. Dieses Ziel ging schief. Natürlich hatten sich die Verhältnisse auch wieder ein bisschen geändert. Deshalb hat Stefan Horngacher dann entschieden, also Kamil Stoch eine Stufe höher wieder starten zu lassen. Und ja, diese Entscheidung war aus Sicht von Kamil Stoch richtig, aber David Kubacki hat aus meiner Sicht, und das hat mir der Stefan auch nochmal bestätigt, auch nicht diesen Topsprung gezeigt, den er benötigt hätte, um nochmal in der Gesamtwertung Plätze gut zu machen. Ansonsten für mich ein bisschen überraschend, Anders van Emmel, in der Saison noch gar nicht so gut gewesen. Natürlich hat er in Engelberg ein Weltcup-Springen gewonnen vor der Tournee, aber Platz 3 in der Gesamtwertung, Respekt, herzlichen Glückwunsch für den Anders van Emmel. Ansonsten, das polnische Team überstrahlt alles, das deutsche Team auch, aber Sorgen, Sorgen, Sorgen im ÖSV. Es ist so, dass ein Stefan Kraft, wenn er nicht funktioniert, eben dann aufdeckt, dass die anderen nicht ganz so in Form sind. Und jetzt geht es natürlich los. So wie die Spirale nach oben geht, wie sich ein Team hochpushen kann, vielleicht auch am Beispiel des deutschen Teams zu sehen, so geht es natürlich ganz schnell auch mal nach unten. Dann kommen die Fragen. Jeder mischt sich ein. Störfeuer. Gibt seinen, die Meinungen, die Kommentare dazu. Das heißt jetzt für Heinz Kuttin und das Trainerteam vor allen Dingen Ruhe bewahren. Inwieweit das möglich ist, ist eben die Frage. Sicherheit ausstrahlen und weiterarbeiten, dann werden auch die Erfolge wieder kommen. Die richtigen Entscheidungen sind natürlich auch gefragt. Na klar, hinterher weiß man erst, was die richtigen Entscheidungen waren. War das besser, mal ins Training zu gehen? Jetzt kommt der Kulm, kann man eigentlich nicht auslassen. Wir haben eine Skiflug-WM. Also das ist richtig viel Arbeit für alle im ÖSV-Team. So ein bisschen mittendrin aus meiner Sicht das slowenische Team mit Einzelerfolgen, mit den jungen Athleten. Jani Damian, 10. Platz in der Gesamtwertung, sicher auch nicht ganz befriedigend. Peter Breutz scheint so etwas in Einzelsprüngen den Anschluss zu finden, aber noch nicht stabil genug. Was hat es sonst noch gegeben zur Vierschanzentournee? Ja, wir haben eine Olympiasaison, die Materialschlacht. Die Materialschlacht ist eröffnet. Ein Simon Ammann springt den neuen Schuh, schön abgedeckt, dass es keiner sehen kann. Dieser Schuss ging in Garmisch-Partenkirchen nach hinten los. Keine Qualifikation geschafft, ausgeschieden. Nach Hause gefahren, mit der Familie Silvester gefeiert, angereist. Man wird dieses Thema mit Sicherheit weiterverfolgen, mal einsetzen, abstimmen, wieder aufs andere Material wechseln, mal abwarten. Vielleicht bringt es ihm ja auch noch was zum Skifliegen. Kann durchaus sein, er wird es immer mal sporadisch einsetzen oder eben auch nicht. Das wird man dann entscheiden, was für ihn am besten ist oder was sich am besten anfühlt. Oder Innsbruck, die neuen Helme oder modifizierten Helme der Deutschen, die man ausprobiert hat. Und das gab natürlich dann auch einiges an Unruhe. Aber ich habe es gesagt, wir sind in der Olympiasaison. Wer weiß, was da alles noch
ja, bei dem ein oder anderen Team im Verborgenen ja, ausprobiert wurde, um dann vielleicht zu den Olympischen Spielen ja, die anderen etwas zu beschäftigen. Was ist das? Was ist Neues? Bringt es was? Bringt es nichts? Das bleibt spannend für die nächste Zeit. Ansonsten aus meiner Sicht nochmal herzlichen Dank an die vielen Fans, nicht nur im Stadion, sondern auch an den Fernsehschirmen. Die Vierschanzentournee hat wieder eindrucksvoll gezeigt, welchen Stellenwert die Tournee hat. Auch die Athleten wissen ganz genau, was die Tournee für sie ist, nämlich ja, ein breites Publikum, man kann sich zeigen und will natürlich die beste Leistung abrufen. Das schafft nicht immer wie jeder, wie wir gesehen haben. Aber es stehen noch einige Highlights aus. Jetzt am Wochenende schon die ja, Skiflugtage am Kulm ein bisschen einfliegen. Hoffen, dass schönes Wetter ist. Und dann natürlich die Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Das nächste Highlight. Dann wahrscheinlich auch wieder mit Richard Freitag. Und mal sehen, wie die anderen bis dahin trainiert haben. Wer seine Form gefunden hat bis dahin. Vielleicht auch etwas an Spannkraft verloren hat. Wenn ihr euch fragt, wo ist Dirk Thiele? Ja, Dirk Thiele ist heute leider mal nicht mit dabei, denn der hat sich mit seiner Frau mal in den Kurzurlaub verabschiedet, denn er hat in den nächsten Tagen Geburtstag, sei ihm gegönnt. Auch der wird wieder mit bei uns an Bord sein. Dann wird es wieder, wie gewohnt, die Analysen mit uns beiden geben. Seid also schön gespannt. Kommentiert eure Meinungen zu meinen Ausführungen, die ich jetzt kurz ja, aus meiner Sicht dargestellt habe. Seid uns gewogen, liked und bleibt schön neugierig. Wir werden natürlich immer die Szene verfolgen und mit Bildern auch von den Springen berichten. Also bis demnächst und viel Spaß beim Zuschauen.